Gleiches wieder sitzen oder sind wir mit TAF am Start, unter anderem mit diesen Themen. So das und noch mehr. Um 17 Uhr geht's los. Bis gleich. Hi, I'm Paul Rudd. And I'm Evangeline Lilly. We're in Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp. You are watching ProSieben. We love to entertain you. Tja, das Osterwochenende steht vor der Tür, die Läden hängen voll mit Osterdeko und wir schauen mal, was es so Neues gibt. Wie wär's zum Beispiel mit Hasen für die Ohren und einer Mahlmaschine für Ostereier? Oder die Krönung, ein echtes goldenes Ei. Hier sind die überraschenden Ostergadgets. Ja, stellen Sie sich vor, Sie posten ein Bild von sich im Netz und am nächsten Tag wird dieses tausendfach geteilt, versehen mit irgendwelchen lustigen Sprüchen. Ja, genau, das ist Mike McGee passiert. Laut eigener Aussage schmückt sein Gesicht rund 3000 Memes. Aber wer sind eigentlich die Menschen hinter diesen Memes? Tja, was das für Auswirkungen hat, diese Prominenz im Netz auf einmal, das sehen Sie jetzt. Ja, den Hollywood-Film Inception mit Leonardo DiCaprio kennen sicherlich viele von Ihnen. Der hat aber ein Problem. Viele verstehen ihn einfach nicht, allen voran der Hauptdarsteller selbst. Ja, aber zu seiner Verteidigung muss man sagen, es gibt viele Schauspieler, die ihre Rolle im Nachhinein nicht wirklich durchblicken. Ja, vor ein paar Wochen saß Meghan Markle mit Prince Harry bei Oprah Winfrey, das Skandalinterview. Jetzt sucht ihre Verwandtschaft die ganz große Bühne, um ordentlich Kohle zu machen. Um wen es sich handelt und warum nach Chrissy Teigens Twitter aus jetzt auch andere Promis folgen könnten, das sehen Sie jetzt im Wochenrückblick von Benjamin Binek, unserem Promi-Experten. Ja, und wir bleiben noch ein bisschen bei den Promis. Welche Stars Unmengen an Kohle für Anwälte raushauen und was Hailey und Justin Biebers Liebesschwüre mit den Single-Verkäufen zu tun haben, das klären wir jetzt im TAF-Klatsch. Tja, sie hat sich mit dem halben Model-Loft angelegt. Sie hat Heidi Klum mal eben nach einer Zigarette gefragt. Und meistens hat sie schlechte Laune. Die Rede ist von Germany's Next Topmodel-Kandidatin Linda. Ja, an welchem ungewöhnlichen Ort die 19-Jährige mal zur Ruhe kommt, das hat sie uns verraten, denn wir haben sie zu Hause besucht. Ja, und so geht's hier bei uns weiter. Diese Themen haben wir nämlich gleich für Sie. Ein Bulli aus unserem Ostergewinnspiel wurde bereits gewonnen. Nutzen Sie jetzt die Chance auf den 44 44 07. Kennwort lautet Bunny. Oder Sie schicken eine SMS mit Bunny an 3x4, 3x1. Und wir drücken natürlich wie immer fest die Daumen. Ja, und weiter geht's jetzt mit dem derzeitigen Popstar unter den Schriftstellern. Die Rede ist von Michael Nast. Mit seinem Buch Generation beziehungsunfähig stand er über 10 Monate auf der Bestsellerliste. Und jetzt hat auch noch Matthias Schweighöfer seinen Stoff verfilmt. Chapeau. Ja, wir haben Michael in Berlin zum Beziehungstalk getroffen, um zu schauen, wie er selber so tickt und was seine Lösungsvorschläge für das Dilemma unserer Generation sind. So, wir machen jetzt weiter mit dieser Frau hier. Sie hat bereits 50.000 Pfund in ihr Aussehen investiert und sich auch schon einige Male unters Messer gelegt. Ja, aber genau das wird ihr jetzt zum Verhängnis, denn viele finden ihren Look eher abstoßend. Was sagen Sie? So, jetzt haben wir wieder was Tolles für Sie. Ein Bulli wurde aus unserem Ostergewinnspiel bereits gewonnen. Ja, wir packen obendrauf noch ein iPad Pro fürs Osternest. Und alles, was Sie machen müssen, ist anrufen. Und zwar unter der 01379 44 44 07. Das Kennwort lautet passend zu Ostern Bunny. Oder Sie schicken eine SMS mit Bunny an 3x4, 3x1. Wir drücken ganz fest die Daumen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei TAF live aus München und zwar mit diesem jungen Mann hier, 24K Golden. Sagt Ihnen jetzt vielleicht erstmal nichts, aber wahrscheinlich sein Mega-Hit Mood, mit dem hat er nämlich im letzten Jahr sämtliche Chartrekorde gebrochen. Ja, der 20-Jährige wollte eigentlich seriöser Banker werden und dann kam sein Riesenhit. Er sagt, das war eigentlich eher sowas wie ein Unfall. Ausgerechnet oder beziehungsweise endlich mal ein schöner Unfall. Ich bin mir sicher. Der wird macht einen sympathischen Eindruck. Auf jeden Fall. Mal schauen, ob der in 2 Jahren immer noch so ist, ne? Weiß er. Aber der ist auch Erfolg, cool. Ne? Macht ein bisschen Ballaballa, aber das stimmt. Das, wir sind zuversichtlich. Wir sind zuversichtlich. So, das war's. Die Erziehungsberechtigten sind zuversichtlich, jawohl. Denken Sie unbedingt an unser Ostergewinnspiel. Ja. Alle Infos dazu gibt's auf gewinnarena.de und wir sehen uns dann schon morgen wieder. In alter Frische. Bis morgen. Tschüss, macht's gut. Ciao.